Also, mein Sohn. Du bist ja jetzt in einem Alter, wo man eventuell über andere Dinge nachdenkt. Wenn zwei Menschen sich sehr doll lieben. Muss aber nicht immer der Fall sein. Und sie in einer Beziehung sind. Du, da kannst aber, wie gesagt, auch eine andere Konstellation haben. Und sie vor dem Schlafen im Bett noch nicht müde genug sind. Du, der Ort muss aber auch nicht immer das Bett sein. Das kann auch in der Küche sein. Na, oder Auto. McDonalds. Riesenrad. Fahrstuhl. Im Meer. Im Zirkus. Im Zirkus? Ja. Wenn wir das denn? Na, mit dem einen Clown nach dem Abi damals. Ach so, hier mit Clownus Langus? Nein, mit Egon dem Clown. Stimmt, ja, ja. Jedenfalls ist es dann so, dass es beim Küssen manchmal nicht bleibt. Manchmal fasst man sich dann auch im Betten an. Dann umarmt ihr euch quasi ganz doll, aber nicht zu doll. Ja, wehtun darf das nicht. Obwohl manchmal, wie dem auch sei. So, und du bist ja mit deiner Freundin jetzt schon ein bisschen zusammen. Da ist das auch völlig normal, dass deine Liane in der Hose manchmal nicht mehr so flexibel ist, wenn ihr zusammen kuschelt. Also macht ihr da nicht so eine Platte. Quasi ist der Kugelschreiber dauerhaft ausgefahren. Der Zollstock ist ausgeklappt. Die Pumpe steht unter Druck. Dauerhaft 20 Bar auf der Flinte. Und dann willst du den Zug bei Gelegenheit auch einfach mal in den Tunnel fahren. Die Bockwurst mal eindippen. Die Beefy ins Brötchen legen. Banane entmanteln. Wichtig ist dabei aber, dass du wirklich gute Vorkehrungen hast. Dass du deinem Soldaten da schön den Helm aufsetzt, bevor du ihn aus dem Bunker lässt. Die Gurke wirklich schön eintüten. Wir hoffen mal, du verstehst uns auch. Das läuft manchmal, aber manchmal geht das eben bei dir auch nicht, weil du eben keine Kraft mehr hast. Oder weil deine Freundin mal wieder müde weil ist. Weil du zweifelst. Oder weil sie wie jeden Abend mal wieder Kopfschmerzen jedenfalls hat. Jedenfalls fühlt euch beide dann nicht unter Druck gesetzt. Nur weil andere sich zwei, dreimal am Tag oder am Abend lieb haben und ihr nur alle zwei Tage. Oder einmal in der Woche für 15 Minuten. Ist das überhaupt kein Problem. Die Hauptsache ist wirklich, dass ihr beiden Spaß habt. Und auch wenn das nur für 5 Minuten ist. Bei dir. Das ist überhaupt nicht schlimm, Minion. Das muss dir dann auch nicht peinlich sein. Manche Flinten brauchen halt ein paar Stunden zum Nachladen. Oder ein paar Tage. Ja, genau. Denk mal nur an so eine Schiffskanone, wie lange das dauert. Die brauchen dann auch ein bis zwei Tage zum Nachfüllen. Wir wollten nicht nur wissen lassen, dass du mit uns beiden auch über alles reden kannst. Ja, wenn was ist, deine Mutter, die beantwortet dir alle unangenehmen Fragen. Das ist überhaupt kein Ding. Liegt dir denn irgendwas am Herz, Minion? Also erstens, ich bin 35 Jahre alt, habe 2 Kinder, bin seit 10 Jahren verheiratet. Und ich habe noch eine Frage. Wer seid ihr überhaupt und wie kommt ihr in meine Bude rein? Ist das hier nicht Haus Nummer 1817? Das hier ist 69B. Ach so. Ich glaube, wir haben auch eine Tochter. Ja, das stimmt, du. Das heißt, du brauchst die Dinger hier nicht? Die Bockwurst mal eindippen.